Was für eine kranke... Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias. Und ja, wie ihr gerade schon eingangs gehört habt, schauen wir uns heute mal was ganz Besonderes an. Eine Uncut-Veröffentlichung von der Busch Media Group. Und zwar in einem Mediabook. Ich habe es für euch getan. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe es reviewed. Und das kriegt ihr alles heute zu hören. Es geht um einen der krankesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ebola-Syndrom. Ja, dieser Hongkong-Kracher aus den 90er Jahren ist jetzt erschienen in 4 unterschiedlichen Mediabooks, teilweise sogar schon ausverkauft, obwohl die noch nicht mehr erschienen sind. Müsste jetzt übermorgen erscheinen, am 19. auf jeden Fall. Mir wurde dieses Mediabook von der Busch Media Group vor dem Release für ein unabhängiges Review zur Verfügung gestellt. Deswegen habe ich das jetzt hier schon in der Hand. Ihr werdet knallhart alle Infos bekommen und erstmal wie immer an dieser Stelle, worum geht es eigentlich in Ebola-Syndrom? Der Restaurantangestellte Kai wird in flagranti von seinem Boss mit dessen Frau erwischt und als der sich dann quasi an dem Kai irgendwie rächen möchte, dreht der das Blatt um und killt quasi beide auf sehr explizite Art und Weise und macht sich dann fluchtartig ins Ausland auf, und zwar nach Südafrika, um dort unterzutauchen. Ja, er ist Restaurantkoch, er ist Restaurant, ja, wie man in Deutsch sagt, er ist Restaurant. Ich spiele die Currywurst, du bist die Pommes und er ist Restaurant, ja. Und nein, er ist Koch und dort macht er natürlich auch wieder diesen Job. Diesmal in Chinatown dort und ja, er ist halt so ein kleiner Lüstling und zufällig sieht er so dann mit seinem, als er unterwegs ist in der Savanne, eine afrikanische Frau, die quasi am See zusammenbricht und anstelle, ja, quasi, oder versucht erst so ein wenig ihr zu helfen, merkt dann aber natürlich, sie ist halbnackt, klar, eine Stammesangehörige und kurzerhand vergewaltigt er sie und steckt sich dabei mit Ebola an. Ja, dann durch eine Schicksalsfügung verbreitet er dann das Ganze auch noch im anderen Teil der Welt. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, möchte euch diesen Film, falls ihr den noch nicht gesehen habt, nicht kaputt spoilern. Am Ende gibt es zum Beispiel nochmal ein Review über den Film, das Mediabook und Bild- und Tonbewertung, also bleibt bis zum Schluss dran. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was dieses Mediabook denn hier so alles kann. Bei Busch Media Group Mediabooks ist es ja so typisch, dass sie hier quasi so eine bedruckte Front haben mit Werbung drauf, dass ihr quasi schon gleich seht, was ihr hier bekommt. Limitiertes Mediabook mit 16-seitigem Booklet und hier unten ganz wichtige Information, Mediabook-Cover ohne Spio, Logo und Werbung. Wie gesagt, falls ihr wissen wollt, was die Spio JK geprüft, was das bedeutet, schreibt gerne in die Kommentare, dann erkläre ich euch das im nächsten Video. Wie gesagt, wir machen die Woche eine Spio JK geprüft. Themenwoche, ja, also hier nicht an die FSK freigebende Filme. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier live und direkt den Test, wie die Klebepunkte sind. Das ist ja immer so ein schmaler Grat, ne, dass man diese Klebepunkte nicht zu fest macht, aber auch nicht zu lose. Ich habe ja mittlerweile auch bei viele Kommentare gelesen, die sich darüber aufgeregt haben, weil auch andere Hersteller quasi Klebepunkte verwenden, um zum Beispiel J-Cards anzukleben oder von Steelbooks oder auch Mediabooks, die dann quasi mit C- oder J-Cards geklebt sind, was er angeblich irgendwie das Mediabook oder Steelbook auflösen soll, habe ich so noch nicht gesehen, alles in allem muss das jeder selber wissen. Ich lasse es normalerweise dran, diese geklebten Dinger. Ich möchte das Original alles zusammenbehalten. Ich passe auch diesen Text hier quasi pappig wieder dran, weil es irgendwie für mich dazugehört. Und ja, aber wir sehen jetzt das Hochglanzcover von diesem Mediabook. Und ich muss sagen, das ist wirklich ziemlich nice. Also wir haben hier das, ich glaube, Cover C. Oder was? Cover C? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Cover C war es. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Mein Favoritencover, Cover A, ist bereits ausverkauft, obwohl das Ding halt noch nicht mal auf dem, ja, released wurde. So, das heißt, die ganzen Vorbestellungen sind alle durchgepeitscht worden. Das Teil ist limitiert auf 1000 Stück. Also da ist wirklich ordentlich los zugeschlagen. Und dementsprechend glaube ich, dass dieser Film hier auch wirklich eine relativ große Fangemeinde hat. Wir sehen mal, gehen mal so ein bisschen auf das Cover ein. Erstmal hier die Klebepunkte. Hat keine Schäden hinterlassen, soweit das sehen kann. Ah, hier so eine kleine Beule. Das hat so ein bisschen rausgezogen hier. So viel zu dem Thema. Habt ihr das auch gesehen? Wir gehen auf das Cover ein. Wie gesagt, Cover A fand ich noch richtig, richtig krass. Wir sehen es auch gleich nochmal wieder. Zeige ich euch auch wo. Aber das Cover ist mein zweiter Favorit gewesen und dann ist es halt das geworden. Ich finde das ziemlich cool. Wir haben hier so diesen leichten Loose-Look rundherum. Dann ja auch in so einem, ja, ich möchte mal sagen, so einem comichaften Airbrush-Style, möchte ich mal sagen. Hier die unterschiedlichen Szenen, so wie ähnlich wie das der Krause auch immer auf seinen Covern macht. Also unterschiedliche Szenen so eingebettet in einen, ja, in ein Gesamtcover, die immer unterschiedliche Szenen sind. Also hier einmal der Kai mit seinem Hackmesser. Der sieht sogar auf hier fast noch ein bisschen zu hübsch aus. Also der ist in dem Film wirklich ekelhaft. Also nicht nur menschlich, was er tut, sondern der Typ ist auch einfach absolut ekelhaft. Also wunderbar besetzt die Rolle. Also dahingehend stark. Hier noch so eine Frau, die sein Opfer ist, mit Blut beschmiert, auch da hintergrundmäßig müsst ihr den Film gesehen haben. Genauso hier, die Frau ist nicht freiwillig gefesselt, sondern wird von ihm dazu gezwungen. Also der, am Ende gibt es ja mal eine kleine Bewertung, da seht ihr noch ein bisschen mehr zu dem Film. Aber das ist wirklich ultra krass. Dann haben wir noch den Titel Ebola-Syndrom, in so einem, ja, ich möchte mal sagen, Stencil von fast. Und hier nehmen nochmal auf Chinesisch. Der Spine ist auch ziemlich cool gelungen. Ich finde es immer krass, wenn man das schafft, so viele kleine Bildchen auf so wenig Platz zu bringen und trotzdem noch so viel Information mit rüber zu bringen, die dann nicht unübersichtlich werden. So. Also wir haben hier natürlich die beiden wiederholenden Symbole von dem Frontcover, dann nochmal den Titel und sogar nochmal auf Chinesisch. Also falls es hier wirklich Chinesen oder chinesischsprachige Menschen in meinen Zuschauern gibt, ich glaube mal nicht, aber falls doch, könnt ihr hier sogar euch das Ding mit dem Titel ins Regal stellen. Hier ist ein bisschen das Rückcover geht so ein bisschen auf den Spine über und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen besser an, ein bisschen genauer an, besser gesagt, so. Die Mutter aller Hongkong-Schocker. Lass ich mal so dahingestellt, die ganzen Kritiken oder Werbesprüche, wie man das halt so kennt. Ne? Ein greller Reigen der Widerwärtigkeit kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Genauso ein filmgewordene Definition eines Sickos. Ja, dann kurze Beschreibung, was das für ein Film ist. Relativ spartanisch gehalten und dafür aber dann relativ viele Bilder aus dem Film. Ihr seht hier auch so ein bisschen, da wird hier einer seziert und das wird auch wirklich explizit dargestellt. Hier wird er angepinkelt. Auch das wird explizit dargestellt. Wir sehen keine Geschlechtsorgane, natürlich nicht. Die dargestellte Gewalt ist wirklich schon heftig. Ja, zum Bonusmaterial und zur Bild- und Tonqualität sage ich am Ende nochmal was. Außer vielleicht, das Bonusmaterial machen wir jetzt. Am Ende sage ich noch was zur Bild- und Tonqualität. So, wir haben nämlich wirklich, keine Extras. Wir haben wirklich nur das Booklet und eine Trailer-Show. Also nicht mehr den Trailer hier zu dem Film, sondern eine Trailer-Show. Das ist wirklich ein bisschen wenig. Fand ich ein bisschen schade, weil ich denke mal, dieser Film hätte da durchaus mehr Potenzial gehabt und zum Glück haben wir aber das Mediabook. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Wir fangen mal vorne an mit den Discs und das ist quasi auch so das, was ihr bei Cover A bekommen hättet. Vorne die DVD. Ist mal so ein bisschen komisch, finde ich. Also ich bin da gewöhnt, dass vorne die Blu-ray ist.
Aber ich werde es nicht umswitchen. Auch hier ist der innere Monk in mir, der sagt, nein, wenn das so original ist, dann bleibt das auch so original. Wir haben hier so ein paar Bleistiftskizzen aus dem Film von A. Birke. Birk? Doch, Birke? Birk? Kann man so schlecht lesen. Es geht direkt unter dem Tray sozusagen ein bisschen unter. Ist schon ziemlich crazy, weil er zeigt so ein bisschen auch die so einige Szenen aus dem Film und aber witzig gemacht und hat auf jeden Fall so ein bisschen, ja, so man muss mal was anderes. Jetzt quasi so ein bisschen hier das, was ich zu bemängeln hätte, die Discs sind gleich, bis auf unten hier unten dieser kleine Blu-ray und hier unten ein bisschen DVD. Das Blu-ray ist so ein bisschen, geht so ein bisschen verloren. Da muss man halt immer erstmal gucken, wo befindet sich jetzt die DVD, wo jetzt die Blu-ray. Auch der Tray ist so ein bisschen frickelig, aber es liegt auch einfach daran, dass ich mittlerweile diese anderen Trays, die ein bisschen einfacher sind, gewohnt bin und einfach, ja, meine Inkompetenz quasi, was hier diese Discs anbelangt. Ne? Aber zum Glück packt man die ja nicht ständig ein und wieder aus. Ihr habt gesehen, nach ungefähr gefühlt 3 Minuten habe ich es dann doch rausgekriegt. Und auch hier haben wir wieder so ein cooles, ja, Bleistift-Skiz-Ding von Ausschnitten aus dem Film. Ich finde es stark. Könnt ihr auch gerne mal dazu schreiben, wie ihr das seht. Ist halt so ein bisschen, also so ein bisschen nimmt es schon mal gleich diesen künstlerischen Anspruch, den meiner Meinung nach das Booklet hier auch hat, mit. Und das meine ich mit künstlerischem Anspruch. Ihr seht hier schon auch Filmplakate, nehme ich mal stark an. Aber ja, designtechnisch muss man einfach lassen. Die Busch Media Group, die hat hier immer so einen ziemlich ähnlichen Stil, was die Mediabooks anbelangt, also was Bild- und Textaufteilung betrifft. Aber mir gefällt es. Also ich habe damit kein Problem. Ich finde, das sieht optisch richtig hochwertig aus. Wir haben Hochglanzseiten, also das ist schon nicht verkehrt. Ja, dann das Virus geht um. Hier am ersten Seite nur mal ganz kurz eine Inhaltsbeschreibung. Was dann kommt, ist aber meiner Meinung nach richtig, richtig stark. Subversive Degeneration ist eine Interpretation von Ebola-Syndrom, was hier so quasi mit dem Film gemacht wurde, wie er so dargestellt wurde und in welchem Kontext ihr diesen Film hier sehen könnt. Auch hier unten sehen wir gleich nochmal so eine richtig schöne ekelhafte Szene bei dem Sezieren eines Ebola-Erkrankten, dessen Muskelfleisch sich aufgelöst hat. Zitat bei dieser Szene, auch der Augapfel hat sich verflüssigt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Dann, was ich ziemlich cool finde, was ich sehr schön auch gefunden habe, nachdem ich den Film gesehen hatte, dass hier nochmal auch so eine, ja, eine, der Spiegel, der Film quasi so ein bisschen den in Kontext gerückt wird, wie er denn in Hongkong oder beziehungsweise zu den Chinesen, ja, wie er das da darstellt, weil es ja doch durchaus zu unserer Kultur eine ganz andere ist. Ja, der Star des Genres geht hier um den Hauptdarsteller des Cut 3 Films. Übrigens hier das härteste, was man in China oder in Hongkong für ein Siegel haben kann und entspricht unserer FSK 18. Auch dazu nochmal einen kleinen einleitenden Text, da könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen, mit noch ein paar Begleitfilmen, die ihr euch dazu angucken könnt und wie die auch eingeordnet sind. Das finde ich sehr spannend und geht halt nochmal so ein bisschen auf die Karriere von diesem Mann ein. Hier seht ihr auch nochmal auch wieder so eine Vergewaltigungsszene. Mediabook ist getackert. Ich denke mal, wenn es wirklich noch gebunden wäre, dann wäre, glaube ich, hier an der Qualität wirklich meiner Meinung nach nichts mehr zu meckern sein. Ja, hier sehen wir unten nochmal eine weitere gemeine Tötungsszene, wo einfach mit einem Klapptisch, da jemand zermatscht wird. Nur mal so, dass ihr schon mal so ein paar Beispiele seht. Oder hier, wo jemand so eine Packung Zahnstocher, die auf dem Tisch standen, mal lokal, ihr kennt es ja, ne, so eine Packung Zahnstocher, einfach mal so ins Auge gerammt bekommt. Ja, dann nämlich bekannte Gesichter, geht nämlich hier auch auf die bekannten Gesichter, die ihr vielleicht aus anderen Hongkong-Filmen kennt, ein und wer denn hier noch so mitgespielt hat. Abschließend geht es noch um Herman Yao über und dann alle möglichen Punkte zu dem Film. Das ist jetzt hier so vielleicht mein einziger Kritikpunkt.
an diesem Mediabook. Ich musste erst nochmal nachschauen, wer Hermann Yao war. Ich bin jetzt nicht so im Hongkong-Kino drin. Ihr seid vielleicht Hongkong-Kino-Experten. Ihr wusstet das wahrscheinlich von vornherein. Ich hätte mir für als Doofi hier nochmal gewünscht, dass hier vielleicht auch nochmal irgendwie, ja, nochmal steht, wer das denn ist. Der Regisseur Hermann Yao über die Dreharbeiten in Afrika, die Arbeiten mit Produzenten und Drehbuch. Das ist schon mal ziemlich witzig, mal so ein bisschen immer so kleine Hintergrund-Anekdoten aus dem Film oder Entstehung des Films ja aus erster Hand sozusagen zu bekommen und das in relativ kleinen Happen mit ganz vielen unterschiedlichen Themen. Am Ende nochmal den Kai und dann nochmal der Text wurde geschrieben von dem in Kooperation mit dem Deadline das Filmmagazin und zwar von Nando Rona. So mir noch nicht so bekannt, aber ich muss sagen, hat mir beim Lesen sehr viel Spaß gemacht, also dahingehend Text, aber wie gesagt, das gibt es auch mal der, am Ende nochmal, Text ist auf jeden Fall sehr gelungen. Ja, die Bild- und Tonbewertung. Ich würde sagen, wir fangen als erstes mal mit dem Ton an. Wir haben eine 2.0 DTS HD Tonspur und die ist durchaus solide. Die Synchro ist halt so typisch, für so einen Hongkong-Kracher möchte ich mal sagen. Bisschen holperig und so, aber tut der Sache keinen Abbruch. Es gibt ja auch quasi das schon mal so ein bisschen der Bewertung vorzugreifen, ja auch in das asiatische Overacting und dementsprechend kann dann auch die Bewertung, oder beziehungsweise die Bewertung, die Synchronisation halt auch ein bisschen anders sein. Ihr kennt es von Hongkong-Filmen, das ist, glaube ich, so ein kleiner Standard, möchte ich mal fast sagen. Wir haben aber als Besonderheit noch drauf, dass ihr das Ding auch in Kantonesisch schauen könnt mit Untertiteln, also wenn ihr da irgendwie affin seid oder selber vielleicht aus China kommt, habt ihr hier auf jeden Fall die Möglichkeit, es auf Kantonesisch zu schauen. Mit Untertiteln, falls ihr dem nicht so mächtig seid. Also das ist immerhin ziemlich cool, dass wir hier noch die Original-Tonspur mit drauf haben. Ja, die Bildbewertung. Ich bin erstaunt, was man quasi aus diesem Film, der hier, glaube ich, in Deutschland maximal auf VHS erschienen ist und das auch noch um gut 4 Minuten gekürzt, was da so ein bisschen so ein Hype damals um diesen Film hier als brutal, kracher, sonst was Film ausgelöst hat, ist halt, wie gesagt, diesmal hier komplett uncut. Und ich muss sagen, das Bild ist echt klasse. Ich war echt so ein bisschen überrascht für so einen kleines B-Movie, B-Movie nicht, aber für so einen Hongkong-Kracher ist es dann doch erstaunlich gut gewesen, das Bild. Auch die Farben, kaum Filmkorn, minimal, aber nicht störend oder sowas. Also dahingehend, Bild auch wirklich sehr zufriedenstellend. Also HD-Transfer auf jeden Fall top gelungen. Das kenne ich auch von anderen Hongkong-Klassikern durchaus sehr viel schlechter. Also dahingehend Bild und Ton, von mir aus den Daumen hoch. Ja, kommen wir zur der Mediabook-Bewertung. Wir haben hier, wie gesagt, einen Kracher wieder mal von der Bush Media Group, die ja mittlerweile ziemlich viele asiatische Filme rausgehauen haben. Ich habe ja auch schon mal welche vorgestellt, die blende ich euch hier oben ein. Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr auch auf koreanische Filme steht. Und dann könnt ihr da auch mal vorbeigucken. Ansonsten, dieses Mediabook, ich habe eigentlich nicht viel Aussicht. Ich hatte es ja schon in der Tischansicht so ein bisschen angeteasert. Mir gefällt der Inhalt des Textes sehr gut, er ist sehr schön geschrieben, sehr schön recherchiert. Es sind nur 16 Seiten, das ist vielleicht so einzige, oder nicht das einzige, aber das könnte man vielleicht ein bisschen kritisieren, aber ansonsten, vielleicht wirklich meckern auf hohem Niveau, weil ich so unfähig bin. Ich musste erst nochmal gucken, mit wem das Interview geführt wurde. Das war natürlich der Regisseur gewesen, ich habe es ja so nicht mit chinesischen Namen, das ist so ein bisschen eine kleine Schwäche, auch gerade mit den koreanischen, da komme ich auch immer so ein bisschen durcheinander, deswegen ist das so für mich dann jetzt nicht ganz so offensichtlich gewesen, wie vielleicht für den einen oder anderen auch, also für Doofe wie mich, ruhig und immer schreiben, wer denn das ist. So, dahingehend Mediabook kann ich auch echt nichts zu sagen, also Negatives sonst. Was, vielleicht ja, das Disc-Design, okay, das hatte ich auch schon erwähnt, aber sonst wirklich das Meckern auf hohem Niveau für das Geld, was ihr hier zahlt, gibt es schon ordentlich viel Film und Mediabook. Filmklasse habe ich schon erwähnt, absolut kranker Shit, jetzt nicht negativ gesehen in dem Sinne, sondern das ist wirklich ein Film, der geht an die Substanz, weil er ist halt wirklich nicht nur explizit in der Gewalt,
es ist ja auch die Ekelhaftigkeit der Gewalt. Ne, wenn man zum Beispiel, was ich mir bei dem Schauen des Films so ein bisschen als Parallele quasi so ein bisschen im Kopf hatte, war lustigerweise Braindead, was so die Kamera und die Schnitte und das alles anbelangt, das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit gehabt, fand ich, mit Braindead. Nur halt eben quasi, also auch mit den Gewaltspitzen, ne? Nur halt, dass die halt bei Braindead halt eher auf lustig waren und hier halt eher so, ja, schon richtig, weil dieser Kai ist auch wirklich ein absolutes Ekelpaket und das Ekelpaket ist, glaube ich, noch nett ausgedrückt. Wir sind ja hier auf YouTube, ne? Ja, ansonsten, ich kann den Film wirklich absolut empfehlen. Es geht ein Schlag auf den anderen. Also da wird es nicht langweilig. Die Charaktere rundherum sind eigentlich vollkommen irrelevant. Es geht eigentlich nur um diesen Kai und was er so für eine Amokfahrt quasi durch Afrika und Hongkong macht. Das ist sehr blutig, sehr viel Sex und Gewalt. Also nicht so schwache Nerven und dementsprechend hat es hier auch keine FSK gegeben, sondern nur eine Spio JK geprüft. Da machen wir quasi jetzt eine kleine Woche draus. Wir machen die Spio JK geprüft Woche. Falls ihr wissen wollt, was das genau ist, kann ich es auch gerne euch nochmal im nächsten Video erklären. Am Freitag kommt auch nochmal ein Film, der auch Spio JK geprüft ist und zwar auch keine schwere Jugendgefährdung hat. Also auch nicht an die FSK gegeben wurde. Ja, so viel zu dem Thema. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Wie ihr diesen Film findet, habt ihr den schon mal gesehen? Gibt es bei sonst euch noch Kategorie 3 Exploitation-Filme aus Hongkong, die ihr gerne seht, die ihr gut findet? Ansonsten würde ich es einfach sagen, lassen wir es dabei. Schaut gerne in die Beschreibung, da habe ich euch die ganzen Mediabooks verlinkt. Guckt nach, welches ihr noch kriegt. So, und ja, das soll es nun gewesen sein. Lasst mir gerne, wie gesagt, Feedback da. Freut mich immer. Und ich brauche ein bisschen mit Antworten, mit den Kommentaren. Das dauert also ein bisschen. Nehmt es mir nicht übel, aber es ist viel los und das ist auch viel Arbeit hier alles. Und ja, Dankeschön, dass ihr mal dabei seid. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt. Ihr wollt ja schließlich die Spio JK Geprüfwoche nicht verpassen. Macht das jetzt nochmal und drückt auch auf die Glocke, damit ihr dem Algorithmus sagen könnt, hier, ne, und so weiter. Alles klar. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.